Beratungsfunktion. Und eine Beratungsfunktion ist was anderes als eine Führungsfunktion, weil das eine Kontraktbeziehung ist. Ich biete dir an, dich zu beraten, du bist frei zu nehmen, was du magst. Wenn ich zu meinem Mitarbeiter gehe und sage, ich biete dir an, dass du diesen Auftrag abarbeiten könntest, aber natürlich nur, wenn du möchtest. Wenn ich das so ausdrücklich mache, ist eigentlich klar, ich bin im falschen Film. Also da gibt es jetzt zum Teil Wirrnisse, die mit Kindheiten gar nichts zu tun haben, sondern mit noch nicht geklärten Konfiguration im Feld. Ich habe eine Frage, da gibt es diese neue Führungskraft. Du hattest das jetzt gerade angesprochen, das Thema Führung oder die Führungskraft als Coach, dieses Führungskonzept der lateralen Führung, also Führung ohne eigentliche Führungsautorität, das würde ich jetzt in die gleiche Perspektive rücken, wie du das gerade hier genannt hast. Siehst du das auch so? Diese laterale Führung führen ohne eigentliche Führungsautorität, oder? Also ich glaube, ich meine, das ist ja im Werden, auch das sind ja Konstrukte. Da ist ja nicht irgendwas von vornherein richtig oder falsch. Und es kann Kulturen geben, die würden völlig selbstverständlich finden, wo ich sage, in unserer Kultur wäre das verwirrt. Also Coach und Führung. Und die dort, für die ist es ganz selbstverständlich, dass es zusammengehört. Also es sind ja reine Kulturkonstrukte. Und die informelle Führung hat es ja schon lange gegeben, also in der Sozialpsychologie. Und jetzt mit der lateralen Führung sucht man, glaube ich, immer noch nach einer Beschreibung, was dann eigentlich Führung ist, wenn die hoheitliche, die Autorisierungskomponente oder die zumindest durch Organisation autorisierte Komponente wegfällt, wenn es wieder informelle, aus dem Prozess erwachsene Autorisierungs- und Autoritätsprozesse sind, die dazu führen. Also das wird dann mit neuen Vorstellungen von Macht kombiniert. Ich glaube, es ist einfach unausgegoren. Es nützt auch, meine Erfahrung ist, dass es auch gar nicht sehr viel nützt, gegen Fehlbezeichnungen anzugehen, die sind trotzdem nicht ausrottbar. Also wie zum Beispiel, wie sagen die immer, virtuelle Teams, ja, ist auch so eine Fehlbenennung. Die Teams sind nicht virtuell. Was virtuell ist, ist nur, dass man so tut, dass man von einem alten Bild, dass ein Team in einem Raum sitzt, ausgeht. Wenn die dann aber nicht da sitzen, sind sie virtuell. Aber die sind nicht virtuell, sondern die sind überall real. Sonst ist es kein Team. Aber sie kommunizieren in vielem medial. Deswegen würde ich das korrekterweise medial geführte, kommunizierende Teams nennen. Das nützt aber nichts. Die heißen trotzdem weiterhin virtuelle Teams. Okay, dann heißen sie halt virtuelle Teams. Und von mir aus heißt dann auch manche Führungskraft Coach. Hauptsache die potenzielle Verwirrung, die dahinter steckt, mit der ist man nicht identifiziert, sondern weiß im Zweifel, das trotzdem richtig zu regeln. Ja, und wir sind damit eben auch in dem bildungsorientierten Bereich. Ich glaube generell, dass sehr viele Menschen schlecht funktionieren und es ihnen nicht gut geht, weil sie einfach nicht genug gelernt haben, weil sie ihre Rollen nicht können. Ja, und da finde ich, dass die Psychotherapie im Sinne von Kindheit aufarbeiten, die vielleicht daran schuld ist, dass jemand nicht Straßenbahn fahren kann, wenn er es nie gelernt hat, nicht so gut. So nach dem Motto, können Sie Klavier spielen? Sage ich, weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht probiert. Also da muss einfach klar sein, dass viele Dinge schlicht gelernt werden müssen und dass, wenn jemand daran leidet, dass er was nicht, es einem mit was nicht gut geht, muss man natürlich gucken, ob es sein kann, dass er einfach seine Rolle nicht kann. Und dann muss er lernen, seine Rolle spielen zu lernen. Das ist ein Stück Weiterbildung. Und er muss lernen, den Kontext zu verstehen, das Stück, in dem er spielt. Also es kann jemand vielleicht ganz gut Führungskraft sein, er hat es beim Roten Kreuz gelernt. Und jetzt ist er in einen toughen IT-Konzern übergewechselt und denkt, er kann Führungskraft. Und die Rolle im Prinzip schon, aber an einem ganz anderen Stück.
Er muss also jetzt erst sozusagen ganz andere Kontextkompetenzen dazu erwerben. Ja, und damit möchte ich einfach darauf hinweisen, dass manchmal Bildung die beste Therapie ist. Und da hatte ich auch oft einen Konflikt mit meinen TA-Kollegen. Wir mussten ja immer die Kandidaten dann zur Prüfung führen und irgendwann entscheiden, sind die prüfungsreif. Und warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist häufig so, dass Kandidaten kurz vor der Prüfung total Schiffbruch bauen. Die liefern Bände ab, also mit Bandsupervision ging das immer. Die bringen alle Theorien durcheinander, es ist ganz grausam. Und dann kann man darauf reagieren mit der Meinung, aha, da ist ein therapeutisches Anliegen nicht befriedigt, deswegen sabotiert er sich erfolgreich die Prüfung machen und dann kann man sagen, jetzt machen wir erstmal noch Therapie, um das wegzumachen, damit jemand frei ist für die Prüfung. Funktioniert auch manchmal. Ich versuche eher den anderen Weg und sage, lass uns mal uns nicht verführen, uns auf die Weise vor der Herausforderung zu drücken, sondern lass uns gut oder schlecht trotzdem durch die Prüfung gehen. Funktioniert auch sehr oft und danach ist das Problem vergessen, wo man hätte auch 2 Jahre Therapie machen können. Aber ich sage nicht, dass das eine oder andere richtig ist. Es funktioniert mal so und man sollte beide Ansätze für möglich halten und dann im Einzelfall gucken, was ist die plausibelste Art voranzukommen. Also Rollenkompetenz ist professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz, dass ein Spektrum an Rollen kann, weiß, wie die gehen und wie komplementär die Beziehungen zu gestalten sind. Kontextkompetenz, dass ich eine Reihe von Drehbüchern und Aufführungen kenne, wie die gedacht sind, was daran wichtig ist, sodass ich meine Rolle dort zur Aufführung passend spielen kann. Und das andere ist Malsinn, es muss mir Sinn machen. Und das Mal signalisiert, dass wenn eine dieser Größen gegen Null geht, können die anderen maximal sein, das nützt nichts. Das heißt, wenn ich professionell mich nicht kompetent fühle, muss ich mich fragen, fällt es an Rollen, fällt es an Kontextverständnissen oder macht mir die Sachen keinen Sinn? Und wenn es in bestimmten Kontexten ist, deswegen unten in Klammer, ist die Frage, stimmt die Passung nicht zwischen der Wirklichkeitslogik des Systems, in dem ich gerade agiere, und der, die zu mir passt? Und dann kann es manchmal sein, dass ich, wenn ich den Kontext wechsle und die Passung stimmt, dass dann alles in Ordnung ist. Also, da kommen wir dann weg von Pathologie und Behandlungsfragen zu angemessener Ausrüstung. Wie gehe ich am besten in meiner Entwicklung voran, dass ich ein stimmiges Leben in diesen 3 Sphären, Organisationswelt, Professionswelt und Privatwelt, hinkriege? Ja? Wenn ich den Algorithmus ernst nehme, signalisiert er ja das Rollen. Wenn ich den von dir dort benannten Algorithmus ernst nehme, dann signalisiert er ja, dass Rollenkompetenz und Kontextkompetenz für sich sinnfrei wären. Nein, das ist eine Metapher so trennscharf, wie ich dass das bei genauer theoretischer Untersuchung nicht standhält, ist klar. Trotzdem, sagen wir mal so, zur Rollenkompetenz gehört beim Berater zum Beispiel, dass ich weiß, wie man einen guten Kontrakt macht. Und dass ich aber einen guten Kontrakt machen kann und die anderen Sachen, die man normalerweise zum Berater sein gehört, nützt mir trotzdem nichts, wenn ich im Moment, wo tätig bin, wo ich das Gefühl habe, das ist unwichtig, ob ich da was mache oder nicht. Das stimmt nicht für mich. Das entspricht. Also eigentlich wollte ich... wie heißen die, diese Waisenkinddörfer helfen und, bitte? Ja, SOS-Kinderdörfer, das ist eigentlich meine Welt und da würde ich auch gerne beraten und im Moment bin ich dabei, wie die Zigarettenindustrie, was sie tun kann, um mehr Zigaretten zu verkaufen und das macht mir keinen Sinn, das passt für mich nicht. Aber ganz genau betrachtet ist das natürlich alles ineinander verwirkt. Ganz pragmatisch hilft es mir aber bei der Frage, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Engpass, mich zu fragen, worin besteht er?
Und manchmal, wenn ich die Sinnfrage besser beantworten kann, fügt sich auch das mit der Rollenkompetenz und mit der Kontextkompetenz. Also ich verwende dazu gerne eine Metapher aus dem Chor. Mir geht es oft so, ich singe in einem Chor, Bruckner Chor, bin nicht sehr gut vorgebildet dafür, aber gerne dabei. Und oft kann ich meine Stimme nicht so recht. Und ich verstehe auch die Partitur manchmal nicht so recht oder was der Sinn, wie die Musik und so gebaut ist. Und ich denke dann immer, unser Chorleiter müsste jetzt erstmal das alles mit uns üben, dass wir erst alles können und dann kann die Musik in den Klang kommen. Der arbeitet aber umgekehrt, der gibt uns, obwohl wir die Sachen noch nicht richtig können, ziemlich viel Hilfestellung, dass wir irgendwann den Sinn der Musik, die Musik der Musik verstehen. Und siehe da, plötzlich ergibt sich für mich auch, wie ich meine Stimme singen muss. Also es gibt da komplexe Wechselwirkungen. Und bei der Frage, wie kann ich jemandem helfen, professionell besser zu werden und zu sich zu finden, kann ich dann solche Überlegungen anstellen. Nicht, dass ich dann ewig an einer Baustelle arbeite, wo natürlich ein Bedarf zu konstatieren ist. Aber ich muss ja immer überlegen, wie gehe ich mit knappen Ressourcen um. Oh, da waren wir. Ja, den Kringel hatte ich da um die drei Welten und da geht es genauso wie wir die Ich-Zustände irgendwie organisieren und in sich fügen müssen, mit dem Energiehaushalt in einen Lebensraster reinbringen müssen, haben wir dieses Thema auch mit den Rollen. Es gibt Leute, die können bestimmte Rollen sehr gut. Die Frage ist, kriegen die das mit allen anderen Rollen in ihrem Leben ganz gut zueinander? Und ich glaube, Lebensqualität hat viel damit zu tun, kriege ich es zusammen? Kriege ich es auch gut ineinander gefügt? Das ist Puzzle-Kompetenz. Und das handeln wir ab unter dem Begriff Integration. Und manche Leute scheitern einfach daran, dass sie die Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Die kriegen keine Ordnung, keine Gefügtheit in die vielen Welten, in denen sie leben wollen, in die vielen Rollen, die sie alle gerne leben, aber daraus wird kein Stück, das für sie Sinn macht. Und dann ist alles wäre in Ordnung, wenn sie es zusammenkriegen würden. Die haben ein Integrationsdefizit. Es gibt aber auch Leute, die kriegen alles prima auf die Reihe und trotzdem geht es ihnen nicht gut, sind sie nicht richtig bei Kraft, weil es stimmt nicht richtig für sie. Das nennen wir dann Integrität. Und das ist eine wichtige Frage. Nicht, dass ich mit jemandem an der Verbesserung seiner Integration arbeite und der hat eigentlich ein Integritätsproblem. Oder ich arbeite an dem Sinn, den er in seinem Beruf sucht und der Sinn stellt sich nicht ein, weil it's a mess. Er wohnt in Frankfurt, arbeitet in München, hat eine Frau in Augsburg und eine Geliebte in Paris und arbeitet 60 Stunden die Woche und meint, es wäre ein Sinnproblem, dass er mit seinem Leben nicht durchkommt. Gut, und weil ich ja integrativ unterwegs bin, möchte ich eben auch dann dafür plädieren und es deutlich machen, wie man das Rollenmodell der Persönlichkeit und das Ich-Zustandsmodell, sei es in der Strukturvariante oder sei es in der Funktionsvariante, dass man die ergänzend benutzt. Und das ist auch so jetzt ein bisschen Zusammenfassung von dem, was ich bisher gesagt habe. Wann immer es darum geht, persönliche Geschichte zu klären, weil man das Gefühl hat, das, was im Moment läuft, läuft vor Folien der persönlichen Geschichte und es wäre gut, diese Folien ein bisschen kennenzulernen, um die Wirkkräfte, die das heute im Positiv wie im Negativ mitgestalten, um die näher zu studieren. Da eignen sich Ich-Zustandsmodelle, speziell Strukturmodelle. Also woher kommt was wir gerade erleben? Was passt da wohin, wer ist am Ruder, wie können schwierige Erfahrungen entkräftet werden, dass die nicht immer reinspielen in die Gegenwart, wie kann auf gereinigte Ressourcen, Erfahrungen und Bindung und Motivation angeknüpft werden, muss das heißen.
Ja, das wären so die Fragen Freiheit von. Und unten geht es dann, da komme ich gleich nochmal drauf, zur Frage Freiheit für. Welche Rollen, Kompetenzen, Kontextverständnisse werden eigentlich heute gebraucht? Bin ich dem gewachsen? Stelle ich mich dem wie? Dort, wo man aus der Perspektive der Transaktionsanalyse eigentlich Zukunft entwickelt, brauche ich ein ganz anderes Set von anderen Konzepten. Und die können aus den alten nicht automatisch abgeleitet werden. Da kann ich bestenfalls ein unbefangenes Kind werden und im Prinzip verantwortlicher Erwachsener. Das ist aber viele Themen der Persönlichkeitsentwicklung in der heutigen Zeit auf die Zukunft hin offen, weil es dafür einfach keine Raster gibt. Also komplementär benutzen, nicht entweder oder. Gut, das wären jetzt, das wäre der erste Teil von Persönlichkeit. Und zwar habe ich jetzt einfach erstmal das Grundmodell und die Grundfragen mit Persönlichkeit, also Ich-Zustände, was ist damit gemeint und meine Erweiterung Richtung Rollenmodell abgehandelt. Jetzt geht es auf der Persönlichkeitsschiene, das mache ich, aber ich habe da einen anderen Vorschlag von der Reihenfolge, ging es jetzt weiter mit dem, was ich Lebensperspektiven nenne. Also da geht es darum, wie sieht die Transaktionsanalyse weitergehend den Menschen. Jetzt haben wir hauptsächlich uns Gedanken gemacht, was für eine Modellbildung wird vorgenommen und was impliziert die Modellbildung und was leitet sich daraus für fast automatische Überlegungen, Konsequenzen ab. Und wir würden dann die Perspektive öffnen, wie sehen die überhaupt den Menschen und seine menschliche Entwicklung, also Menschenbild, Skript, Records und all die Sachen. Das ist aber ein größeres Thema, für das wir etwas frischer sein sollten. Weshalb ich vorschlage, dass wir jetzt erstens eine Pause machen und zweitens danach eher mit dem kleinen Einmaleins der Beziehung anfangen. Transaktion, sodass wir heute so die grundsätzlichen und propedeutischen Fragen mal durchgehen und morgen dann eher aufsetzen, einmal Richtung Persönlichkeits- und Lebensentwicklung und auf der anderen Seite Beziehungsentwicklung, Spiele, Symbiosen und all diese Geschichten. Macht das Sinn? Sodass, ich hätte, wenn ihr, ich habe früher, es gibt zwei Clowns, zwei schwäbische Clowns, den Bernd Kohlhepp und den Klaus Birk. Und muss ein klein bisschen Schwäbisch verstehen, aber es ist erfahrungsgemäß für Ausländer, Norddeutsch und Ähnliches durchaus möglich. Die aber, wie ich finde, unheimlich intelligent diese ganze Verwicklung von Helferbeziehungen, von Wirklichkeitskonstruktion auf der Bühne darstellen. Und dieses Video habe ich wieder ausgegraben. Ich habe das früher regelmäßig in den Curricula gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er aus der Pause zurückkommt, da mal einen ersten Schwung zu nehmen, dass das hilfreich sein könnte. Guckt euch mal an, ob euch das gefällt, dann können wir davon stückchenweise mehr machen. Wenn es euch nicht gefällt, erzähle ich wieder einen Witz. Ich gebe eine kleine Hilfestellung in dem Dialog, der sich gleich um Wasser und Eimer entspinnt, ist wichtig, diese Doppelbödigkeit, wo er sagt, da muss man Wasser suchen. Da sagt der andere, nein, da muss man Wasser finden. Und er meint Wasser finden. Und der andere hört, was erfinden. Und alles andere entwickelt sich dann aus diesem Übergang. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, der erste Teil, 15 Minuten vielleicht. Putzer.
das schon mal an. Da ist ja gar nichts drin. Das ist es ja gerade. Da ist überhaupt nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin. Hey, komm mal da her. Guck mal da rein. Das musst du unbedingt angucken. Guck mal da rein. Da ist auch nichts drin. Der ist mindestens doppelt so leer wie der da drüben. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt die Sensation. Na, leer bis oben nach. Mensch, dabei hätte das Wasser so gut in den Eimer reinpasst. Zu was brauchst du Wasser? Hab da bloß ein bisschen Putze, will ich. Du hast da ein bisschen Putze? Ja, ich hab da bloß ein bisschen Putze. Da brauchst du natürlich Wasser. Natürlich braucht man Wasser. Da musst du ein bisschen Wasser suchen. Da muss man nicht Wasser suchen, da muss man Wasser finden. Da muss man Wasser finden. Und mit was willst du was erfinden? Ha? Wasser finden immer mit einem Eimer. Mit einem Eimer, genau. So, da ist ein Eimer. So, und wie macht es jetzt ein Erfinder? Was macht er mit dem Eimer? Der nimmt den und der setzt den auf den Kopf. Und zack. Sagenhaft. Du, ich hab da bloß ein bisschen Putze will. Probier's mal. Da sieht die Welt gleich ganz anders aus. Probier's mal. Hä? Ich weiß nicht. Probier's mal. Ja, Mensch, das kann ich auch. Das kannst auch du. Probier's mal. Sagen. Dabei hab ich da bloß ein bisschen Putze. An! An! Sag schon, ha? Und? Aber du! Ich seh nichts. Was heißt, du siehst nichts? Ich kann reingucken so oft ich will, es ist einfach nichts drin. Da sieht man nicht nichts. Da ist alles unsichtbar. Da ist alles unsichtbar? Alles unsichtbar! Hahaha! Sagenhaft! Alles unsichtbar. Und ich habe schon gedacht, man sieht nichts. Und ich habe gleich gesehen, du denkst nichts. Pass auf, Lehmann. So, jetzt pass auf. Du musst nämlich wissen, jeder große Erfinder hat einen Eimer auf dem Kopf. Ach was? Pass auf. Und was macht jetzt ein großer Erfinder? Der nimmt sich aus diesem großen Unsichtbaren, nimmt er sich, zack, was raus. Ja, was zum Beispiel? Was Unsichtbares. Und wie sieht sowas aus? Wie sieht sowas aus? Wie Indien zum Beispiel. Aber Indien ist doch nicht unsichtbar. Indien ist nicht unsichtbar. Siehst du da irgendwo Indien? Na also, mein Lieber, sag ich doch, völlig unsichtbar. Und jetzt pass mal auf, was ein Erfinder ist. Indien, mein Lieber. Indien. Indien. Du nimmst den und ab geht's nach Indien. Und zack. Links, Elefanten. Rechts, Elefanten. Und in der Mitte. In der Mitte. Sagenhaft. Da gar nichts. Der Ganges? Der Ganges. Der in Indien die ganze Zeit so rumfließt? Von oben bis unten, der ganze Tag so rumfließt. Sagenhaft. Probier's mal. Dabei hab ich da bloß ein bisschen Putze. Indien. 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 So weit war ich noch gar nie fort. Dann wird's aber höchste Zeit. Und überhaupt, so billig kommst du da nie wieder hin. Indien, ich bin gleich wieder da. An! Ha! Links! Sagenhaft! Links, Elefanten! Rechts, Elefanten! Und in der Mitte! Und in der Mitte! Ein blauer Elefant! Ja, genau, ein blauer Elefant! Sagenhaft! Ein blauer Elefant, Mensch! So was gibt's doch gar nicht. Das ist der Ganges. Ach, drum hat er so einen langen Rüssel. Indien. 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 So beeil dich ein bisschen, sonst ist Nacht in Indien. Auf! Indien. Links.
Links! Links, Elefanten! Rechts, Elefanten! Und in der Mitte! Und in der Mitte! Ja. Das ist doch der Gang. Genau! Sag ich doch, ja. Da kann ich ja jetzt wieder gehen. Ja, halt! Wir hin doch noch was erfinden wollen. Wir hin was erfinden wollen? Nein, wir hin Wasser finden wollen. Weißt du, ich hab doch bloß ein bisschen putzen wollen. Ich doch schon ein bisschen putzen wollen. Ja, und was hast du jetzt in deinem Eimer? Der Ganges. Ein Riesenfluss, sag ich dir. Da kannst du putzen, jahrelang. Du musst natürlich aufpassen, wo du das hinschüttest, weil sonst gibt es eine Mordsauerei. Und sonst kannst du merken, ein bisschen was erfinden und die ganze Welt ist im Eimer. Ja, also so geht es mit denen weiter. Was ich auch so toll finde, der eine will einfach bloß ein bisschen putzen und entsteht eine ganze Welt. Später werden wir einem begegnen, der ist immer nur mit einem Schraubenschlüssel unterwegs. War das amüsant genug und auch die richtige Länge, so zum bisschen was anderes reinkommen? Die gesamte Aufführung dauert 45 Minuten. Wir können, wenn ihr euch lang genug interessiert, das so in Häppchen dann über die 3 Tage angucken. So, wir hatten gesagt, wir machen jetzt erstmal bei den Transaktionen weiter, so auch da ein bisschen die Grundideen und das kleine Einmaleins und auch die Modelle, auch da ist ja viel Modellbildung zugange und die Aufbausachen sind danach dann Serien von Transaktionen, also die sogenannten Spiele. Das kommt im nächsten Kapitel und andere Arten der Beziehungsgestaltung, wie zum Beispiel symbiotische Beziehungen, Ausbeutungstransaktionen und solche Geschichten. Also jetzt auch erstmal wieder das kleine Einmaleins. Seid ihr, habt ihr das Gefühl, ihr könnt? Okay. Also erst nochmal, ich habe ja gesagt, mir ist wichtig, die Transaktionsanalyse jetzt nicht, die Welt nicht in Bereiche einzuteilen, das ist Persönlichkeit und da ist Beziehung. Und dann müssen wir überlegen, wie hängt Persönlichkeit und Beziehung zusammen, weil das Leben besteht ja immer aus realen Situationen. Und es ist eher eine Frage, wenn zum Beispiel 2 sich in die Wolle kriegen, erkläre ich das aus der Perspektive ihrer Beziehungsorganisation, oder erkläre ich es aus der Dynamik ihrer Persönlichkeitsorganisation und beziehe es dann auf andere Bereiche, in der diese Persönlichkeit unterwegs ist? Oder erkläre ich dasselbe Phänomen zum Beispiel als Effekt einer Beziehungsgestaltung? Die Situation ist die gleiche, die Perspektive ist eine andere. Also die Perspektive der Beziehung sagt, einzelne Situationen oder Lebensgestaltungen von Menschen werden aus dem Blickwinkel betrachtet, wie sie als Ausdruck von einer Beziehung sein könnten oder als Beiträge zu einer Beziehung angesehen werden. Und die Transaktionsanalyse beschäftigt sich dann normalerweise eben mit einem Modell von 2 oder 3 Privatpersonen, wie die ihre Beziehung zueinander gestalten. Zu ergänzen, und da hat die Transaktionsanalyse eigentlich nie eine Konzeptionalisierung dafür gehabt, ist auch der Inhalt. Nicht nur wie reden die Menschen miteinander und was für Atmosphären und Beziehungsergebnisse psychologischer Art entstehen dadurch, der ganze Bereich, was reden die eigentlich miteinander und wie wird Wirklichkeit gestaltet durch das, was die miteinander reden, dafür hat die Transaktionsanalyse überhaupt keine Landkarten. Möchte ich nur darauf hinweisen, dass das hat mich immer irgendwo gestört. Das hat mich früher bei der Gruppendynamik schon gestört, die ist zeitweilig ja sich völlig von irgendeiner zu erbringenden Leistung abgespalten hat und dann entsteht das, was
der Eric Byrne Treibhaus nennt. Also irgendwelche Dinge, die Menschen beschäftigen, die kriegen dann überdimensionalen Charakter, sind dann auch sehr spannend, sehr dramatisch, nur sie sind eigentlich von ihrem Wert her für die persönliche Lebensentwicklung und für die Gesellschaftsentwicklung her nicht mehr einschätzbar, weil sozusagen die Frage, ja, welche Realität entsteht dadurch einfach, also als Gütekriterium dabei völlig entfällt. Während wir ja umgekehrt, wir vorher haben wir ja gesagt, wenn es um Fragen von professioneller Kompetenz, von Sinn, von sich finden in einem Selbstverständnis geht, gehört natürlich der Inhalt dessen, womit man sich beschäftigt, auch mit dazu. Ihr findet das in dem ausführlicher dargestellt in dem Buch, das ihr noch kriegt, mit dem schönen Schilf in unserem Teich hinten. Dieses Modell von Viktor Frankl, ich finde es ganz spannend, diese Unterscheidung von ihm von Beziehung und Begegnung. Viktor Frankl sagt, Beziehung ist der Möglichkeitsraum, also das, was sein kann, wenn zwei Charaktere zusammenkommen. Also Beziehung ist das, was man sich vorstellen kann, wenn Person A und Person B, so wie die gebaut sind, wenn die aufeinandertreffen, dann gibt es ein bestimmtes Spektrum, was für Kombinationen das miteinander geben kann. Und dieses Spektrum hat etwas mit den Eigenarten dieser beiden Persönlichkeiten zu tun, wenn man nur privatpersönlich schaut. Und er unterscheidet die Beschreibung dessen, was ist da eigentlich möglich, welche Drehbücher, welche Dynamiken sind denkbar, wahrscheinlich. Er betrennt diese Überlegung von dem, was er Begegnung nennt, wenn nämlich zwei Menschen tatsächlich zusammentreffen. Und in der Begegnung realisieren sie dann aus dem Spektrum ihrer möglichen Beziehungen Anteile. Und sie realisieren wichtige oder unwichtige, unerlöste, verwickelte Arten, wie sie aufeinander bezogen sein können, oder sie können sich daraus arbeiten und können hochwertige und fruchtbare Varianten dessen, was ihnen als Beziehung möglich ist, durch Begegnungskompetenz realisieren. Und da kommt dann sofort wieder dieser Kompetenzaspekt rein. Also Beziehung ist nicht ein Schicksal, aber es hat schicksalhafte Aspekte im Sinne von, es ist nicht alles möglich. Jeder, der länger in einer Beziehung lebt, weiß, also lange genug rennt man sich das Hirn ein, indem man versucht, aus dem anderen das zu machen, was man denkt, was er sein könnte, weil man die Beziehung haben will, die man sich erträumt hat und nicht die, die mit diesem Menschen möglich ist. Und wer dann irgendwann gescheit wird, gibt es auf, den anders ganz anders zu machen zu wollen, aber von den Varianten, die zwischen uns möglich sind, sozusagen die besseren zusammenzuklauben und zu entwickeln und zu gucken, ob das eine Basis ist, um gut miteinander zu leben. Und das hat etwas mit Begegnungskompetenz zu tun. Und da sind wir dann wieder bei der Transaktionsanalyse, weil ein wichtiger Aspekt der Transaktionsanalyse ist, den Menschen zu helfen, das, was sie leben wollen in Begegnung, soweit es möglich ist, auf hohem Niveau durch Kommunikation auch zu gestalten. Es geht von daher davon aus, dass man nicht alles machen kann durch Kommunikation, aber dass von dem, was man machen kann mit Kommunikation, durchaus die besseren Varianten machen kann und herausfinden, was geht und was nicht geht. So, jetzt fangen wir gleich beim kleinen Einmaleins an. Was ist nach Byrne eine Transaktion? Er sagt, es ist die kleinste zu beobachtende Kommunikationseinheit, durch die Menschen sich begegnen. Und da wird eigentlich, er hat es definiert, das ist theoretisch ein bisschen schwierig, praktisch wird es dann immer ganz anders gehandhabt. Eine Transaktion besteht aus einem Reiz durch einen Sender und die Reaktion durch einen Empfänger. Also eine Transaktion, normalerweise sprechen wir von Transaktion, A rüffelt B, ist eine Transaktion. Ist nicht eine Transaktion, ist eine halbe Transaktion.
B reagiert gerüffelt, jetzt ist es eine ganze Transaktion. Das mag einem erstmal ein bisschen spitzfindig erscheinen, ist aber aus systemischer Sicht eigentlich sehr modern gewesen, weil er gesagt hat, Gunter Schmidt sagt ja immer, spricht von Wahrgebung, oder man sagt immer, die Wirklichkeit ist, der Botschaft ist die Wirklichkeit beim Empfänger. Macht also klar, dass was die Wirklichkeit, die durch Kommunikation entsteht, ist ein Gemeinschaftsprodukt, wo zwei zusammenwirken. Also wenn ich einen Stein schmähe und der bleibt Stein und reagiert nicht, ist es keine Transaktion, dadurch entsteht keine Wirklichkeit, ich habe nur eine Botschaft abgelassen. Wenn ich einen Polizisten schmähe und es kostet 50 Euro, ist es eine Transaktion. Und eine Transaktion ist von daher sozusagen ein Snapshot, ein Begegnungsstandbild, und Begegnungsabläufe kann man jetzt in dieser technischen Metapher gesprochen praktisch als eine Serie dieser ganz vielen Transaktionen betrachten. Und dadurch werden auch längere, komplexe Begegnungsabläufe transaktional beschreibbar. Das war die Idee, die damals mit der TA verbunden war. Und Byrne hat dann einige Beobachtungen, die er angestellt hat, dann in Regeln gefasst und eben Definitionen vorgenommen. Das eine, was er gesagt hat, eine komplementäre Transaktion ist also eine, wo ein Mensch aus einem Ich-Zustand an einen Ich-Zustand, den er adressieren möchte, den adressiert und der andere aus diesem Ich-Zustand zurück antwortet und die Botschaften zueinander sinnvoll passend sind. Das ist eine komplementäre Transaktion. Und eine nicht komplementäre Transaktion ist, ich habe es hier an dem Beispiel gemacht, wie spät haben wir es? Fragt der Junge, der morgens um 11 aus dem Bett kommt, und der Vater sagt mürrisch, dann geh halt früher ins Bett. Ist sofort erkennbar, was Byrne als zweite Kommunikationsregel formuliert hat, wenn eine Transaktion nicht komplementär ist, ist für einen Moment eine Irritation im Ablauf der Begegnung. Hier jetzt in einem funktionalen Ich-Zuständen gefasst, und das hat man als TAler immer gelernt, zu fragen, aus welchem Ich-Zustand kam die Botschaft, an welchen Ich-Zustand war sie gerichtet, konnte ich damit diesen Ich-Zustand aktivieren, falls er nicht aktiv war, und hat der andere aus diesem Ich-Zustand reagiert und hat er sich an den Ich-Zustand gewendet, der mit ihm Kontakt haben wollte. Oder hat er sich an einen Dritten gewendet, der nur zufällig im gleichen Körper vorhanden ist. Also das ist komplementär, nicht komplementär. Gekreuzt heißt es deswegen, weil, wie man auf der Zeichnung stimmt es, der eine Pfeil den anderen Pfeil durchkreuzt, aber man kann sich nicht komplementäre Transaktionen vorstellen, die in einem schematischen Diagramm sich nicht kreuzen. Aber man sagt einfach so ganz pragmatisch, das ist eine gekreuzte Transaktion. In der Byrne'schen Transaktionsanalyse werden zwei Ebenen unterschieden. Das hatten wir bei Watzlawick seinerzeit ja auch schon, die Inhaltsebene und die Beziehungsebene. Byrne hat die Dichotomie aufgemacht, die soziale Ebene, also das, was oberflächlich plausibel scheint.